Moin! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wundert euch sicher, warum wir uns jetzt hier im Hauptmenü befinden. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich habe, wie versprochen, offscreen versucht, noch einiges an Kohle rauszuholen, um euch mit der Miss Prospector zu überraschen, damit wir in dieser Folge so richtig geil mit dem Raumschiff rumfliegen können und einfach alles an Asteroiden wegmeinen können, was wir so auf dem Weg finden. Problem an der ganzen Chose ist jetzt, ich habe heute ungefähr 2,5 bis 3 Stunden versucht, offscreen Geld zu machen. Ich habe hier 1, 2 Missionen gemacht, das hat auch wohl funktioniert, das ist ja kein Problem. Da hatten wir auch sonst auch keine Probleme mit. Und dachte mir, komm, probierst du es nochmal aus, gibst dem Mining noch eine Chance. Und dann habe ich erstmal ausprobiert, wieder in Aberdeen zu minen. Und das funktioniert auch alles mit dem Minen. Ich konnte das einstecken, bis ich wieder voll war. Und beim Rauslaufen bin ich dann in einer Felsspalte hängen geblieben. So richtig geil. Deswegen habe ich mir gedacht, hey komm, diesmal machst du nicht den Fehler und bringst dich selber um oder so, sondern machst einfach Alt+F4, als wenn das ein Disconnect wäre. Beim letzten Mal hat das auch geklappt, da war man zwar wieder in der Base, aber die Edelsteine waren wenigstens noch da. Gesagt, getan, ich hab mich wieder eingeloggt und nichts, alles weg gewesen, richtig Spaß gehabt, wieder schön gefreut. Aber ich dachte, komm, ist egal, gibst du dem Spiel jetzt noch eine Chance. Bin ich nach Port Olisa geflogen und hab da eine Cave-Quest angenommen und dachte, komm, probieren wir mal eine andere Cave aus. Vielleicht liegt es an Aberdeen, schlecht so oben oder so, Fluch in Hursten. Da werden wir auch immer aus dem Hyperraum gezogen. Machen wir das einfach mal woanders. Aber ja, das lief ungefähr so ab. Ich konnte da in die Cave rein. Ich habe da auch die Leiche gefunden, tatsächlich. Das hatten wir in Aberdeen ja irgendwie nicht. Und habe dann einfach mal ein bisschen rumgemeint, hier und da. Dachte mir so, cool, bevor ich jetzt hier wieder alles versaue und verliere, drehe ich jetzt um, so ein Drittel, vielleicht ein bisschen mehr Tasche voll. 5.000, 6.000 wären das vielleicht gewesen. Plus die Quest, den Typen da gefunden, 4.000, wären wir schon mal bei 10.000 gewesen. Hätten 35.000 gehabt. Und dann wären wir ganz kurz vor der Prospector gewesen. Die kostet ja irgendwie 40, 41 oder so war das. Hätte ich noch 1, 2 solche Missionen gemacht, die safe sind, hier Sachen delivern, 6.000 eingestrichen und dann hätten wir die gehabt. Aber wie es der Zufall so wollte, ist wieder irgendwie alles hängen geblieben und wir sind wieder mit einem Error rausgeflogen. Nicht wir, weil ich war ja alleine. Und als ich reinkam, waren schon wieder das ganze Inventar leer. Das war dann, ich glaube so 2 Stunden, 40 Minuten oder so habe ich gezockt. Der Punkt, an dem ich mir gesagt habe, alles klar, was auch immer sie in diesem Update gepatcht haben, es hat einfach mein ganzes Spielspaß und den Spielflow zerstört und ich kann euch so den Content einfach nicht bringen. Und ich sag's mal so, ihr wollt ja auch Spaß haben mit mir zusammen. Und wenn ich jetzt hier in jeder Folge einfach nur super frustriert bin, weil mir die ganze Kacke hier auf den Sack geht, dann ist keinem damit geholfen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, euch jetzt hier dieses Infovideo rauszuknallen und euch zu sagen, dass wir auf das nächste Update warten. Wenn ich mich nicht recht täusche, kommt das Februar, März so um den Dreh. Das ist dann nämlich ein großes Update, wo auch der Knast mit eingeführt wird und sowas. Und ich hoffe, da ja die ganzen Bugs bekannt sind, ich habe sie selber auch nochmal gemeldet und wenn sie bereits gemeldet waren, habe ich sie bestätigt. Könnt ihr übrigens auch gern machen, wenn ihr angemeldet seid auf der Seite Robert Space Industries, da könnt ihr dann auf diese Bug-Seite da gucken und wenn ihr den findet, könnt ihr einfach mit einem Klick sagen, ja, habt ihr auch das Problem, dann gibt es ja noch ein bisschen mehr Masse und vielleicht hilft das. Aber ich hoffe, zu dem neuen Update kommen dann auch ein paar Fixes, dass wir wenigstens mal ein bisschen entspannt meinen können, um uns hier mal irgendwas leisten zu können. Das schönste Spiel und die schönsten Weltraumszenen bringen einem einfach nichts, wenn man sie nicht erleben kann. Das ist auf gar keinen Fall, und das betone ich mit Nachdruck, auf gar keinen Fall ein Schüsse auf nie mal wiedersehen, sondern einfach nur eine Pause bis zum nächsten Quartalsupdate. Und ich quatsche euch hier natürlich nicht nur voll, ohne euch was zu zeigen.
deswegen dachte ich, mache ich euch einfach mal richtig heiß auf ein geiles Raumschiff. Das wollte ich euch ja noch vorstellen. Und zwar die Origin 890 Jump. Da stand ich in Kommunikation mit einem anderen YouTuber. Seinen Namen blende ich jetzt einfach mal ein. Der Alexander, denke ich mal, wird da ausgesprochen, wahrscheinlich etwas anders. Wenn ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Wenn ja, tut's mir leid, Alex. Kommt aus Russland und ist ein wahnsinniger Star Citizen Fan und macht richtig geile Videos. Ich sag's euch, der macht so geile Cinematic Videos, dass ich mir bei dem einen dachte, ich muss ihn anschreiben und fragen, ob ich euch das zeigen darf, weil es so geil ist. Und er ist, man glaubt's kaum, er ist einfach so nett, hat geantwortet, yo, klar, coole Sache. Kannst du ruhig machen. Sag aber, dass das von mir kommt, also hier nicht einen auf Diebstahl machen oder so, das würde ich niemals tun, auf gar keinen Fall. Er ist der Content Creator, der diese geilen Videos macht und er hat auch einfach den Lob dafür verdient. Danke an Alex. Zieht euch dieses richtig, richtig geile Video rein und guckt schon mal voller Vorfreude, was wir so nach dem nächsten Update so mal angucken. Uns mal angucken. Was ich bis dahin mache, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich bespreche gerade mit Robin, ob wir nicht vielleicht noch irgendein cooles Multiplayer-Projekt starten. Er hatte da eine coole Idee, die finde ich gar nicht schlecht. Mal gucken, wie es bei ihm ist mit Zeit. Status Factory geht eigentlich auch bald weiter. Da plane ich dann auch in Zukunft selber mit aufzunehmen nebenbei. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, dass ich zu kommenden Montag direkt eine Folge mit was Neuem Geilen für euch uploaden kann. Aber ich möchte natürlich auch Qualität irgendwie halten und ich möchte auch ein Spiel spielen, worauf ich selber Bock habe, denn alles andere macht keinen Sinn. Dann sieht man irgendwie, ja, man quält sich da so durch oder so und das muss nicht sein. Aber lasst euch überraschen, was kommt und viel Spaß mit der Origin 890 Jump. Bis bald. I can't keep up with